Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Verboten Box von Twin. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Verboten von Twin. Wir haben hier einen FSK 16 Aufkleber auf der Folie, der uns Aufschluss darüber gibt, dass sich in der Box auch noch Filmmaterial, also eine DVD, befinden wird. Nachdem wir das zur Kenntnis genommen haben, werden wir die Folie mal abmachen und uns dann die Box im Detail ansehen. So, der FSK 16 Sticker ist somit weg. Freut mich auf jeden Fall, dass das mit einem Sticker gelöst wurde und nicht irgendwie auf die Box aufgedruckt wurde. Wir haben hier eine schwarze Box mit rotem Twin-Schriftzug mittig und dann haben wir hier auch noch so einen roten Balken, also so Wischstreifen. Twin lesen wir auch hier unten in Rot. Dann hier wieder diese verwischte Optik. Oben lesen wir dann so rum. Verboten, wobei das O wie dieses Verkehrszeichen aussieht, dieses Verbotsschild. So sieht das aus. Und dann haben wir Inhalt deiner Limited Fanbox hier oben stehen. Und zwar haben wir, ja, ist die Frage, ja, kann man lesen, Album, DVD, Instrumental, Stickerset, Multifunktionstuch, Poster und Mundschutz. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier dann noch Twin mit schwarzen Balken über den Augen in dieser Rotlichtoptik. Und darunter haben wir dann die Credits und einen Barcode. Gut, das Ganze eine Riesenbox und das Ganze dann hier zum Aufklappen auf der Seite. Und da kommen wir auch schon zum Inhalt. Wir haben hier einmal den Mundschutz. Dann haben wir die Instrumentals zum Album Verboten. Das Album an sich. Die Dokumentation, die DVD. Dann das Halstuch. Ein Poster. Dann hier noch einen Infozettel zu diesem Mouthguard, zu diesem Mundschutz. Und dann haben wir hier noch diverse Sticker. Von innen die Box glatt rot. Gefällt mir richtig gut, die Box. Also schwarz-rot in meinen Augen generell die beste Farbkombination. Und dann auch noch hier König im Schatten zu sehen. Hier nochmals Verboten zum Vorschein gekommen. Und hier oben auch nochmal Label König im Schatten. Also Twin ja bei Manuelsen bei König im Schatten unter Vertrag. So, nachdem Mundschutz und das Album noch eingeschweißt sind, werden wir das Ganze mal aus der Folie holen. Einmal, ja, da brauchen wir gar kein Messer. Zweimal. Oi, und ich sehe gerade, meine verbotene CD dürfte wohl beim Versand beschädigt worden sein. Und zwar ist die hier gebrochen. Ich habe sie jetzt hier oben aufgeschnitten. Okay. Schade. Nachdem das hier jetzt wirklich nur das Cover betrifft, kann ich die eventuell austauschen und in eine heile Hülle umsiedeln. Schauen wir mal, ob ich das hinkriege. Ja, ich hoffe mal bei euch ist das Ganze heil angekommen und nicht gebrochen. Hier oben links lesen wir König im Schatten präsentiert Twin. Hier unten rechts lesen wir dann Verboten. Und dann haben wir hier Twin mit Hand vor dem Mund. Also sieht richtig mächtig aus das Cover. Gerade auch diese Farbkombination in Schwarz-Rot. Twin ja ohnehin jetzt kein, ich sag mal, harmloser Typ von der Optik her. Und gerade dieses Schwarz-Rot und mit dieser verwischten Optik hier hat das auf jeden Fall etwas sehr Bedrohliches. Gefällt mir richtig gut. Das Ganze kommt in einem Standard-Schulcase. Hier an der Seite blank schwarz. Dann lesen wir hier auf der Seite nochmals, relativ klein, aber man kann es hier sehen, Twin Verboten. Und dann haben wir hier die Tracklist. Und zwar haben wir 15 Tracks an der Zahl. Und wir haben Features von Manuelsen und Jonesmann, Bato, Blockmonster und Rako, Cashmo, Jesus, Haftbefehl, Contra K, Jonesmann, Case, Sami, Dukat,
Nochmals Jones Mann und Blaze. Also jede Menge Features, Credits und Barcode. Dann schauen wir mal hinein. Okay, ja, das Booklet Gott sei Dank nicht beeinträchtigt. Das ist hier wirklich nur das vordere Glas, das vordere Teil hier. So sieht das aus. Dann haben wir hier einmal Twin abgebildet. Hier eine umfangreiche Danksagung. So sieht das aus. Dann haben wir Twin mit Händen vor dem Gesicht und Kutte angezogen. Und dann hier nochmals Twin mit diesem Balken vor den Augen und den Credits zum Album. Also sehr minimalistisches Booklet, aber die wichtigsten Sachen sind wohl vorhanden. Die CD erinnert ein bisschen an Deadpool, aber auch hier wieder dieses Verbotszeichen. Hier lesen wir verboten Album Twin. Rückseite blank schwarz. Dann haben wir die Instrumentals, die kommen in einer Papphülle, in einem Digisleeve, vom Cover her ident wie auch schon das Album an sich. Dann haben wir hier wieder die Tracklist angeführt, 15 Tracks insgesamt. Keine Skizze oder Lückenfüller, deswegen gibt es auch so 15 Tracks, 15 Instrumentals. Die CD hier mit Instrumentals versehen. So sieht das aus. Dann haben wir mit dabei die DVD, Twin verboten. Diese haben wir auch den FSK 16 Hinweis auf der Folie zu verdanken. Allerdings hier leider Gottes aufgedruckt und nicht mit Sticker gelöst. Schade, hat in meinen Augen etwas, ja, die Optik verschissen. Aber ja, ist nun mal so. DVD verboten Tape. Also, so sieht das aus. Wir finden hier eine Dokumentation über Twin vor. Und das Ganze ebenfalls in einer Papphülle. Dann haben wir Sticker, und zwar jede Menge. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Sticker. Das ist echt mächtig. Und vor allem, wenn man bedenkt, was die für eine Größe haben. Also, die haben hier alle so mehr oder weniger so Postkartenformat. Ich glaube, A6 müsste das sein. Damit kann man durchaus was anfangen. Und all diese Sticker, bis auf diesen einen hier, aber ansonsten wirklich alle Sticker hier in diesem schwarz-rot gehalten oder schwarz-rot-weiß. Also rein von der farblichen Gestaltung gefällt mir das richtig gut. Bin ich auf jeden Fall Fan davon. Dann haben wir einmal diesen Mouthguard. Und zwar haben wir hier die Infos, wie das Ganze zu verwenden ist. Also hier die Gebrauchsanleitung für alle, die sowas noch nicht in Verwendung hatten. Gerade wenn man jetzt in der Freizeit Kampfsport oder so etwas ausübt, ist das ein Muss. Ich habe schon diverse von diesen Mundschutzhüllen bei mir zu Hause rumliegen. Und schauen wir mal, was hier drin ist. Also in schwarz und rot gestaltet. Gab es ja auch bei der Omic Carbox. Das würde mich interessieren. Ja, also dieser sieht echt gut aus. Ich kann mal ganz kurz zum Vergleich meinen holen. Sekunde. So, also das ist mein Mundschutz, den ich in Verwendung habe, in diesem Fall von Phantom. Und zwar sieht der von der Optik so aus. Also der von Twin recht ähnlich, vielleicht eine Spur kleiner, aber wie gesagt, wenn man das dann in heißes Wasser gibt, kann man das dann entsprechend anpassen und an euren Kiefer, an eure Zähne dann entsprechend modellieren und anpassen. Also rein vom Ersteindruck steht dieser dem Mundschutz von Phantom nichts nach. Schön gemacht, natürlich auch in schwarz-rot gehalten das Ganze. Und wie gesagt, ihr bekommt dazu noch diese Info, wie das Ganze zu verwenden oder anzupassen ist. Dann haben wir noch mit dabei ein Poster. So sieht das Ganze aus. Also wir haben hier einmal Twin oben ohne mit Bandana maskiert und auf der Oberseite lesen wir dann hier Twin verboten. Das Ganze im Hochformat und auf der Rückseite haben wir dann im
Querformat. Auch nochmals Twin abgebildet, in dem Fall wieder mit Kutte. Hier mit Händen an der Wand, also sieht so aus, als würde er hier gerade festgenommen werden. Das hätte die Polizei hier an die Wand gestellt. Und das Ganze auch hier wieder mit diesen Wischeffekten hier. Das Ganze durchgestrichen mehrfach. Also echt gut gemacht. Wenn ich mich für eine Seite entscheiden müsste, dann würde ich auf jeden Fall diese Rückseite wählen, hier mit Schwarz-Rot im Querformat. Die andere Seite, wie gesagt, im Hochformat, beidseitig bedruckt. Und zusätzlich erhalten wir dann noch dieses Halstuch. Bandanas gab es ja schon zuhaufen in Deutschrap-Boxen. Allerdings so ein reguläres Halstuch meines Wissens noch nicht. Beziehungsweise solche Schals gab es auch schon, aber wir schauen mal das Halstuch an. Zwar kommt das hier mit so einem Karton. Twin verboten, das Ganze hier wirklich komplett gebrandet. Und zwar lesen wir hier Multifunktionstuch. Schutz gegen Witterungseinflüsse wie Wind, Regen, Schnee, Sonne und vieles mehr. Das Multifunktionstuch kannst du vielseitig verwenden. Deinen Fantasien sind dabei keine Grenzen gesetzt. Nahtlos, atmungsaktiv, elastisch, formbeständig, Hightech Material. Dann haben wir wieder Twin abgebildet. Und dann haben wir hier die einzelnen Vorschläge, wie man das Ganze dann tragen kann. Also hier haben wir dann die ganzen Abbildungen so als Anregung für euch. Kann man eventuell auch als Armband drum machen. Und hier steht sogar nochmal, dieses multifunktionelle Schlauchtuch ist nahtlos, aus einem Stück hergestellt und formbeständig. Das Hightech-Material gewährleistet eine lange Haltbarkeit und trocknet sehr schnell. 100% Polyester. Okay, dann schauen wir uns das mal an. Und zwar ist dieses natürlich ebenfalls in Schwarz und Rot gehalten. Ist so ein klassischer Schlauchschal. Und dann haben wir hier die Hand von Twin. So rum, also die linke tätowierte Hand von Twin hier abgebildet. Die könnt ihr dann natürlich im Gesicht tragen oder auf dem Hals, je nachdem. Und auf der Rückseite haben wir dann noch hier einen Twin-Schriftzug. So sieht das aus. Ansonsten, ich glaube, Zettel haben wir hier keinen drin. Nein, wie gesagt, die Infos hatten wir schon bei diesem Beileger mit dabei. Das Ganze dann in Schwarz-Rot und eignet sich natürlich dann zum Motorradfahren, zum Joggen, zum Sport machen im Winter, was auch immer. Ich denke, ihr werdet auf jeden Fall einen Verwendungszweck dafür finden. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Halstuch, Multifunktionstuch, dann dieses Poster beidseitig bedruckt, einmal im Hochformat, einmal im Querformat, dann dieser Mundschutz in diesem Case inklusive der detaillierten Gebrauchsanleitung. Acht Sticker, allesamt in dieser A6-Optik. Dann die DVD im Digisleeve, die Dokumentation. Die Album-Instrumentals ebenfalls im Digisleeve. Und natürlich das Album an sich, verboten im Standard-Schulcase, inklusive 15 Tracks. Das alles in dieser wunderbaren Box, verboten von Twin. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Twin unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute, bis zum nächsten Unboxing, passt auf euch auf, ciao!